Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute zeige ich euch, wie man sich Socken stricken kann, die keine Ferse haben. Ich persönlich nutze die ganz gerne, um zu Hause die anzuziehen und rumzulaufen. Für die Schuhe sind die eher nicht so gut geeignet, aber ich finde, es sind ganz, ganz schöne warme Kuschelsocken für den Herbst oder Winter. Ich verwende hier so eine Wolle, 50 Gramm, das sind 133 Meter. Da sieht man, Nadelempfehlung ist 3,5 bis 4,5. Ich werde eine 3,5er Nadel verwenden. Und da sieht man auch, wie viel Gramm man für einen Pullover brauchen würde, wie viel Gramm für eine Mütze, also zwei Ballen für eine Mütze. Und da auch, wenn man 10 mal 10 cm haben möchte, dann muss man 20 Maschen und 27 Reihen machen. Genau, und da reicht mir jetzt ein Ballen für einen Socken. Der erste Schritt beim Stricken ist das Anschlagen. Das heißt, wenn wir die erste Reihe an Maschen machen. Ich verwende hier den Kreuzanschlag mit doppeltem Daumenfaden. So, wie geht das? Ich nehme zuerst mal eine Beispielsocke. Und zwar hier sehe ich nämlich genau, wie lange die erste Reihe wird. Und dann gehe ich so her. Ich habe hier diese Länge zweimal für die erste Reihe. Okay? Und jetzt weiß man ungefähr, wenn ich so einen Reihenanschlag machen will, also diese Länge anschlagen will, dann brauche ich die Wolle viermal in dieser Länge. Das heißt, ich mache mir da zwei, dann drei, dann vier. So. Und jetzt habe ich aber den doppelten Daumenfaden. Ein Anschlag mit dem doppelten Daumenfaden, deswegen muss ich das doppelt nehmen. Dann mache ich mir hier die Schlaufe, ja, und habe jetzt hier von dieser Schlaufe bis zum Ende des einen Fadens die vierfache Länge. Okay? Bis hierher. Okay? So. Jetzt nehme ich mir den Faden, wo es hier endet, lege mir den hier rein. Gehe daher, wickel den Faden jetzt so um meinen Daumen. Jetzt nehme ich den einen Faden hier, der locker ist, den nehme ich hier auch da vorne mit. Okay? So, und halte den da so. Und jetzt wird es interessant. Jetzt nehme ich zwei Nadeln. Warum zwei? Weil wenn man anschlägt, dann kann man das auf zwei Nadeln schön straff ziehen, dann zieht man die eine Nadel raus und dann wird die zweite Reihe schön locker zu stricken. So, ich gehe hier rein, hier unten, hole mir diesen Faden hier und ziehe den da durch. Okay? So. Jetzt habe ich hier die erste Masche. Jetzt suche ich mir wieder diesen einzelnen Faden. Der muss jetzt nämlich hier wegbleiben. Der hat jetzt im weiteren Anschlagen nichts mehr verloren. Ich kann aber hier das schön straff anschlagen. Ja, schön straff ziehen. Und ich fädle wieder diesen einzelnen Faden, der zum Wollknäuel geht, da so rein. Und jetzt, seht ihr, muss ich hier den Faden so muss der Faden so reingehen. Das heißt, das, was ich hier halte, ist an dieser Seite, also rechts vom Daumen. Jetzt gehe ich mit den Nadeln da so rein und hole mir den Faden so raus. Okay, das war jetzt die zweite Masche. Ja? So, und jetzt gehe ich wieder so rein. Das heißt, der Faden, der in meine Hand läuft, ist hinter diesem Faden, der zu den Nadeln geht. Und der geht auch jetzt links vom Daumen runter. Okay? Jetzt gehe ich da unten rein, hole mir den so durch, daher. So, so, das war jetzt die dritte Masche. Jetzt bei der vierten ist es wieder so, dass der Faden, der zu meinen, den ich da hier greife, rechts vom Daumen ist. Ich gehe da rein, hole mir den einzelnen Faden wieder und ziehe den so durch. So,
Jetzt wieder so. Jetzt geht wieder der Faden, der zu den Nadeln geht, rechts und der in meine Hand geht rein, links vom Daumen. Jetzt gehe ich da unten wieder rein, hol mir den einen Faden so her. Ja, so. Und jetzt kommt wieder die andere Seite. Ich gehe da so rein, zieh's durch. Okay? Dann wieder verkehrt so rein. Okay? Dann wieder so. Ja? Dann wieder einmal so. Ja? Und dann wieder so. Die macht man immer im Wechsel, diese Maschen so. Und jetzt schaut ihr euch das mal an. Da ergibt sich dann nämlich da unten, geben sich so schöne Knötchen. Und da mache ich jetzt auf dieses Stricknadelpaar mache ich 16 Maschen. Auf das nächste mache ich 14, dann wieder 16, dann wieder 14. Weil ich hier rundherum 60 Maschen haben werde. So, jetzt sieht man hier schon, wie viel habe ich hier? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. So. Dann machen wir die 11. Masche. Und jetzt die 12. Masche. Dann die 13. Masche. Und die 14. Masche. Und die 15. Masche. Und die 16. Masche. So. Und schon habe ich meine erste Nadeln schön mit Maschen bestückt. Und ihr seht, da bilden sich immer so Zweiergrüppchen. Das ist eben das, weil man einmal den Faden auf die eine Art um den Daumen schlägt und einmal auf die andere Art. Und da haben wir jetzt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Jetzt nehmen wir das nächste Stricknadelpaar in Angriff. Ich wickel mir hierzu wieder den Faden so rum, nehme den Faden wieder so rein und jetzt machen wir es genau gleich wie vorher. Ich gehe da rein, hol mir, da muss man jetzt ein bisschen aufpassen, den hinteren Faden da und ziehe das so ran. So. Seht ihr? Man braucht halt da die 4 Nadeln, weil ein Socken nun mal rund ist und nicht flach. Also eben rund, ja. So, jetzt wieder gehe ich da rein, hole das so durch und ziehe das so ran. Okay? Dann wieder so rein, gehe dazwischen rein, hol mir den Faden und ziehe es so lang. Dann wieder so rein und so her. Dann wieder so rein und dann wieder so rein. Und dann, wie viel haben wir schon? Da haben wir schon die ersten 6 Maschen. Und das machen wir jetzt so weiter, bis wir wieder 16 haben. Also 10 müssen es noch werden. So, ups. Jetzt schauen wir uns das gleich nochmal an. Wie viele Maschen haben wir da jetzt drauf? Da schauen wir 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Ihr habt recht, ich wollte ja da nur 14 machen. Jetzt muss ich da die letzten zwei einfach nochmal runter machen. So, die letzten zwei hier kommen runter. Weil wir haben ja gesagt, 16, 14, 16, 14. So, jetzt habe ich die da. Jetzt kommen die nächsten
Nadelpaare zum Einsatz. Dann gehe ich wieder her, wickel mir den Faden so rum, den einen so rum, halte mir das da fest, so, und gehe dann wieder mit dem neuen Nadelpaar, das wird jetzt immer unübersichtlicher da mit so vielen Nadeln, gehe ich da rein und hol mir den da wieder, okay? So durch. So. Dann können wir das schon mal fest anziehen. Und jetzt gehe ich wieder so rein und hole mir den Faden. So durch. So. Dann wieder so. Das ist jetzt die dritte Masche. Und 16. So, da haben wir es jetzt wirklich 16. Da passt es. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. Jawohl. So, und jetzt kommt das letzte Nadelpaar, das wir aufnehmen müssen. Wieder wickle ich mir den Faden so rum. Nehme hier den Faden so auf. Ja. Halt den Faden hier so fest. Dann gehe ich wieder mit meinen zwei Nadeln da rein und nehme diesen einen Faden so auf. So. Ups, ja, da bin ich jetzt bei der anderen Nadel eingefädelt. So. So. Ziehen wir das da richtig an. Okay, dann nehme ich den wieder so, gehe da rein. Ja, Moment mal. Nee, falsch. So. Gehe da rein und nehme den Faden so durch. Zack. Das war jetzt die zweite. Jetzt aber wieder nur 14, gell? Dürfen wir nicht vergessen. Nur 14. So, dann kommen wir wieder so rein. Da rein. Und ich hole den so raus. Zack. Dann. Und die 14. Masche. So, jetzt haben wir mal alle richtig angeschlagen. Da schauen wir nochmal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Und jetzt seht ihr, habe ich hier sogar noch ein bisschen länger was über, aber das nehmen wir dann sowieso. Aber wichtig ist schon mal, wenn uns der Faden hier ausgehen würde, dann müssen wir normal alles anschlagen. Ich habe jetzt hier das Ganze nochmal angeschlagen, weil ich es vorher zu fest hatte. Dazu habe ich von der anderen Seite des Knäuels nochmal angefangen, weil ich das jetzt ziemlich oft gemacht hatte, um das im Video zu zeigen. Und dann war das Garn schon ein bisschen relativ hart und dann ließ sich das nicht mehr so locker machen. Nur damit ihr wisst, warum das jetzt ein bisschen lockerer aussieht. So, jetzt machen wir hier die Verbindung. Ihr seht, die Maschen, die zeigen alle nach innen von diesem Quadrat, wird es jetzt, wenn ich das so zusammen mache, oder von einem Rechteck. Da gehe ich her und nehme diese zwei Fäden, also da einmal die Schleife und den einen Restfaden, und dann mache ich es wie beim Schuhebinden. Ich gehe einmal so durch, so, ja, und mache dann das so, lege es nochmal so drüber und ziehe das dann nochmal so fest. So, und jetzt ordentlich fest. So, jetzt haben wir das schon mal verbunden.
Nun machen wir die Fäden da nach innen quasi. So. Da unten. So. Zack. Und jetzt habe ich da meinen Faden, der zum Knäuel geht. Und mit dem arbeite ich jetzt in diese Richtung weiter. Ja? Also ich werde in die Richtung rumstricken. Dazu nehme ich jetzt mal hier eine Nadel raus. Dann wird es hier sehr locker. Und jetzt machen wir eine rechts verschränkte Masche, gefolgt von einer linken Masche. Wie geht das jetzt? Und zwar, ich habe den Faden hinten, ja, den Faden hinter der Nadel. Ich gehe dann so in diese Masche rein, hol den Faden da so nach vorne und übergib an die andere Nadel. Okay? Das war die rechte verschränkte Masche. Jetzt kommt eine linke Masche. Dazu lege ich mir den Faden vorne auf die Nadel, gehe hinter diesen der Masche und dem Faden rein, gehe dann so her und hol mir den Faden so rüber. So, das war jetzt die linke Masche. Jetzt wieder eine rechts verschränkte. Ich gehe nach hinten rein, hol den Faden da so und nimm's so rüber. Und jetzt wieder eine linke normale Masche. Ich gehe hinten rein, der Faden ist vorne, ziehe das so rüber. So. Dann wieder geht der Faden nach hinten. Ich gehe hinten rein, nimm den Faden rüber. Dann wieder vorne rein. So, jetzt habe ich, mal schauen, dass da nichts runterfällt. So, jetzt habe ich die ersten Maschen der zweiten Reihe schon gemacht. Und da geht es jetzt wieder gleich weiter. Deswegen macht es immer Sinn, dass man sich eine gerade Anzahl an Maschen drauf hat, weil dann weiß man immer, das beginnt mit einer rechts verschränkten Masche und es endet mit einer linken Masche. So, das war jetzt das erste Viertel dieser Reihe und davon machen wir jetzt 20 Reihen. Jetzt schauen wir uns gleich nochmal an, wie das jetzt hier bei diesem zweiten Ding weitergeht. Ich ziehe eine Nadel raus. Wieder. So. Dann, der Faden geht jetzt wieder hinter die, also geht hinter die Nadel und ich gehe wieder so hinten rein, seht ihr das? Ich gehe da hinten rein und hole den Faden so nach vorne. Dann lege ich den Faden wieder vorne drauf und nimm ab so. Dann kommt der Faden wieder dahinter. Dann wieder hinten. Ups. Und dann wieder vorne. So. Ups, jetzt habe ich so. Dann wieder vorne. So. Jawohl. So. Jetzt seht ihr, so geht es dann jetzt einfach weiter und für die 20 Maschen. Das war jetzt die zweite und dann machen wir nur 18. Immer schön im Kreis. 20 Runden. Genau. Nun sind die 20 Runden fertiggestellt und jetzt machen wir einen Musterwechsel. Und zwar, das wird dann so aussehen. Hier habt ihr nochmal einen anderen Beispielsocken. Da sieht man, dass wir jetzt im Wechsel drei
rechte Maschen stricken werden und 3 linke Maschen. Und dann ergibt sich so ein Muster und dann versetzen wir das noch nach 4 Reihen, setzen wir das eine rüber und dann seht ihr, dann gibt es so ein spiralförmiges Gewebe quasi. Und ja, das machen wir jetzt einfach. Dann nehme ich mir da den Faden auf und beginne zunächst mal mit den rechten Maschen. Dazu gehe ich hier vorne rein, nehme den Faden auf, nehme den Faden durch, gehe ich wieder vorne rein, den Faden auf, gehe ich wieder vorne rein, den Faden auf. So, das waren die 3 rechten. Jetzt kommen die 3 linken Maschen. Ich lege den Faden auf die Nadel und nehme den so nach hinten mit. Dann nehme ich den so wieder drauf und nach hinten mit. Und dann lege ich ihn wieder drauf und nehme den so nach hinten mit. So, jetzt kommen wieder die 3 rechten Maschen. Ich gehe wieder da vorne rein. Hinten wieder, vorne rein und nehme das zurück. So, jetzt seht ihr, da habe ich im Prinzip 2 rechte Maschen, dann wieder 2 linke. 3 rechte, 3 linke, 3 rechte, 3 linke, 3 rechte. Und jetzt geht es immer so weiter, bis wir dann die ersten 4 Reihen haben. Wenn wir jetzt da die ersten 4 Reihen gemacht haben, dann seht ihr jetzt hier die 3 rechte Maschen und 3 linke Maschen. Und zu diesen 3 linken Maschen mache ich jetzt genau noch eine dazu, weil dann ergibt sich dieses Schraubenmuster, seht ihr? Ich wandere damit rüber, ja? Ihr seht, das wandert rüber, ja? So, dann nehme ich jetzt auf die Nadel, wo ich eh schon die 3 linken drauf habe, mache ich jetzt noch eine linke zusätzlich drauf, okay? So. Zack. Und jetzt kommen wieder 3 rechte. 3 rechte Maschen. 3 rechte. Die dritte rechte, so, und jetzt wieder 3 linke. Genau, so. Und das machen wir jetzt wieder für diese Runde und die nächsten 3 Runden, weil dann ergibt sich diese Verschiebung. Und da machen wir jetzt immer wieder die 3 rechts, 3 links, weil diese eine Verschiebung, die haben wir da schon einmal eingebracht. Dann brauchen wir das nicht normal reinmachen. Jetzt, wenn wir unsere Länge haben des Sockens, wie wir das haben wollen, dann wie beginnen wir jetzt mit der sogenannten Sternspitze, dass das da oben zusammenläuft, quasi an den Zehen. Ja? Da beginnen wir jetzt mal aus diesen 60 Maschen, die wir hier oben haben, 56 Maschen zu machen. Wie machen wir das? Ich gehe hierher und mache jetzt rechte Maschen, mache da rechte Maschen und nehme hier die ersten 2 mit auf. Seht ihr das? Bei der ersten Masche nehme ich 2. Da fasse ich die quasi zusammen. Okay? So, 1. Dann 1. Dann auf die nächste Nadel komme, dann mache ich das wieder so, dass ich die ersten 2 zusammenfasse.
So rein. So rein. So. Jetzt sind aus vorhin hier 15 Maschen, sind jetzt 14 geworden. Wenn wir das mal anschauen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Genau. Und bei der zweiten Nadel jetzt machen wir es wieder ganz gleich. Ja. Und zwar, wir nehmen wieder die ersten zwei hier auf und holen uns da den durch. Da machen wir wieder aus zwei Maschen eine. Und dann machen wir immer rechte Maschen. Genau. Und das machen wir jetzt über die gesamte Runde, bis wir eine Reihe komplett durch mit rechten Maschen haben. Und dann haben wir, wie gesagt, am Ende 56 rechte Maschen. Nun haben wir noch 56 Maschen jeweils auf den Nadeln, auf diesen vier, also jeweils 14. Und da fassen wir auch jetzt wieder zusammen. Das heißt, pro Nadel mache ich 5 rechte Maschen. Die 6. und die 7. fasse ich zu einer rechten Masche zusammen. Dann mache ich wieder 5 und dann sind es die letzten 2, die ich auch zu einer Masche zusammenfasse. Damit habe ich dann, wenn ich mit dieser Reihe fertig bin, aus 56 Maschen 48 Maschen gemacht. So, dann zeige ich euch das mal. Wir gehen hierher. Ich mache hier wieder ganz normal rechte Masche. 1, 2, 3, 4, 5. Und jetzt kommt der springende Punkt. Jetzt kommt nämlich die 6. und die 7. und die machen wir zu einer. Ja, okay. So, 1. Und dann mal ein bisschen schauen. So, ups. Da fuchst es mich manchmal ein bisschen. So, zusammengefasst. Dann wieder die 1, 2, 3, 4, 5 und jetzt wieder die 2 da, die letzten 2 zusammenfassen. Und da durch. So abketten. So, jetzt seht ihr das. Jetzt haben wir aus diesen 14 da 12 gemacht. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Genau. Und jetzt mache ich das mit den anderen 4 so auch. Wenn wir das jetzt so zusammengefasst haben, kommen jetzt hier 5 Reihen mit ganz normalen rechten Maschen. Ja? Da wird nichts zusammengefasst in diesem Schritt, jetzt einfach rechte Maschen, 5 Reihen. Jetzt fassen wir wieder Maschen zusammen, weil wir müssen ja zusammenkommen. Und zwar, ihr seht, ich habe das hier schon zweimal gemacht. Wir machen aus 12 Maschen, die wir vorher hatten, jetzt 10. Hier haben wir 2, 4, 6, 8, 10. Und hier haben wir noch 12. Und da zeige ich euch jetzt, wie ich das zusammenfasse, um diese ganze Runde rum. So, wir machen wieder rechte Maschen. Rechte Maschen. Ich mache 1, 2, 3, 4 und jetzt die 5. und die 6. fasse ich wieder zusammen zu einer Masche. Ja? So, ups. So, zusammen. Und jetzt mache ich da wieder
wieder normale rechte Masche, die zweite rechte Masche, die dritte rechte Masche, die vierte rechte Masche und dann die fünfte und sechste hier fasse ich wieder zu einer zusammen. Dieses Zusammenfassen ist immer ein bisschen schwierig. So, zack. Und jetzt seht ihr, habe ich aus Sechsen, halt aus Zwölfen, habe ich jetzt 10 gemacht. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Das muss ich jetzt natürlich für die gesamte Runde auf jeder Nadel machen. Und jetzt machen wir einfach 4 Reihen wieder rechte Maschen. So, 1, 2, jetzt machen wir wieder eine Zusammenfassung. Und zwar, wir nehmen jetzt wieder 3 rechte Maschen, 2, 3. Und jetzt fassen wir die vierte und die fünfte zusammen. Ja, ups. So. Dann machen wir wieder 1. 1, 2, 3 rechte Maschen und die letzten 2 fassen wir wieder zusammen zu einer Masche. So, und jetzt haben wir aus 10 Maschen 8 gemacht. Das mache ich jetzt auf beiden Nadeln wieder und dann mache ich nochmal 3 normale Reihen mit jeweils 8 Maschen auf jeder Nadel. Dann nach diesen 3 Reihen machen wir jetzt wieder eine Reduktion der Maschen. Ich mache wieder 2 rechte Maschen und dann nehme ich die dritte und die vierte Masche auf der Nadel zusammen, genau, und fasse die zusammen. Dann mache ich wieder 1, 2 rechte Maschen, ja, und dann fasse ich wieder die nächsten 2 zusammen. So, das mache ich jetzt auf jeder Nadel. Da seht ihr, jetzt habe ich nur noch 6. Das mache ich jetzt bei den anderen Nadeln auch so. Und dann, wenn ich das gemacht habe, mache ich noch 2 Reihen rechte Maschen drauf. Und dann kommen wir zur nächsten Reduktion der Maschen auf der Nadel. Jetzt fassen wir weiter zusammen. Das heißt, wir gehen hierher und machen aus diesen 2, 4, 6 Maschen, die wir jetzt noch haben, 4 Maschen. Ich nehme die erste ab, rechte Masche, und dann fasse ich gleich die nächsten 2 zusammen. So, dann nehme ich eine wieder normal ab. Und dann die letzten 2, die fasse ich auch wieder zusammen. Ups. Moment, da sitzt ein bisschen fest. So. Na, es mag nicht. So, die fassen wir zusammen. Und jetzt, seht ihr, habe ich da draus wieder 4 gemacht, ja. Das mache ich jetzt mit den anderen 3 Nadeln auch. Und dann gibt es wieder eine Reihe rechte Maschen. Jetzt haben wir nur noch 4 Maschen je Nadel. Und jetzt fassen wir alle 2 zusammen immer. Das heißt, ich gehe da rein, nehme mir den Faden, ziehe den da raus, habe die zusammengefasst. Dann die nächsten 2. Ja, ups.
zusammengefasst. So, jetzt sind aus 4 2 geworden und das mache ich jetzt auch mit den anderen drei Nadeln noch. So, jetzt, wenn wir nur noch 2 Maschen je Nadel haben, werden die jetzt abgenommen und zusammengezogen. Wie funktioniert das? Und zwar, ich mache noch einmal eine rechte Masche. So. Jetzt gebe ich diese rechte Masche wieder zurück auf diese Nadel, gehe da jetzt so drüber mit der hinteren Masche, die erste, und habe das dann. So. Und jetzt muss ich bei der nächsten Nadel, Moment, ich lasse das so gleich runter, jetzt gebe ich das da auf die nächste Nadel drauf, dann nehme ich wieder die Masche, die da dahinter sitzt, ziehe ich über die Masche davor drüber, ja, so, und jetzt wieder die hintere Masche, ziehe ich über die vordere drüber, so, da muss man aufpassen, dass einem die nicht runterfällt, ist ein bisschen trickreich, so, zack. Und jetzt nehme ich mir die wieder da drauf. So, Moment. So, jetzt kommt, seht ihr, jetzt gehen die Nadeln langsam weg. Jetzt habe ich die Nadel da. Da übergebe ich diese Masche wieder. So, jetzt gehe ich wieder da hinten rein, ziehe die über diese vordere drüber. Vorsicht, dass die nicht runterfällt, dann nehme ich wieder die hintere, ziehe die über die vordere drüber, nehme die wieder auf und jetzt komme ich zu der letzten Nadel. Ja. So, da mache ich jetzt auch hier wieder die Masche da drauf, ziehe jetzt die hintere Masche wieder über die vordere drüber, Vorsicht, nicht fallen lassen. Und jetzt wieder die hintere Masche über die vordere drüber. So, jetzt habe ich hier noch eine Masche und da ziehe ich jetzt einfach den Faden durch. Schaut mal, so durch, den schneide ich jetzt ab dann und vernähe den dann. Und dann habe ich hier diese Spitze, die so geschlossen ist. So, jetzt geht's ans Vernähen. Und zwar, ich nehme mir dafür eine Stopfnadel. Ja, habe die schon mal eingefädelt. Und wie mache ich das jetzt hier? Man sieht hier, wo der Faden aufgehört hat, in der letzten Schlaufe. Und jetzt gehe ich da einfach in diesen Schlaufen nochmal durch. Ja, lass mal schauen, dass wir da nicht einen Knoten reinmachen. So, seht ihr? Gehe ich da nochmal weiter so durch, gehe da nochmal rüber, nochmal so durch. Dann habe ich quasi da oben den Ring schon mal mit 2 Fäden im Endeffekt geschlossen. Einmal durch das Stricken an sich und dann nochmal die Runde da. Durch das hält es jetzt hier in der Mitte auch besser, seht ihr das? So. Und jetzt gehe ich da zum Beispiel seitlich runter. Gehe da seitlich da rein, zum Beispiel so. So. Dann nochmal so, dass so ein bisschen umschlungen wird. So. Nochmal, weil am Ende hält dann durch diese Umschlingung, ja, durch diese Umschlingung wird halt einfach ein Widerstand aufgebaut, also ein Reibungswiderstand, dass es schwierig wird, diesen Faden wieder rauszuziehen. Und wir ziehen ja eh nicht bewusst da dran, sondern ja, es passiert nur, während wir ihn tragen, dass da ein Druck drauf ausgeübt wird.
Und wenn da jetzt noch mehr so Umschlingungen drin sind, ja, dann widersetzt sich der Faden immer dem Rausziehen. Und jetzt gehe ich nochmal dieselbe Richtung hoch. Da gehe ich darüber. So. 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 Zack, so durch. Aber ich muss immer schauen, dass der Faden da drin nicht zu straff sitzt, weil dann ziehe ich ihn zusammen. Dann würde ich das Ganze zusammenziehen und das wollen wir ja nicht so. Dann schauen wir hier nochmal. Geht's hier rein? Hier rein? Hier rein? Nochmal hier rein? Hier rein. So. Na. Manchmal ärgert es einen bisschen, aber naja, das kriegen wir da schon hin. So, und jetzt ziehe ich es so durch. So, wie gesagt, nicht zu straff ziehen an der Stelle. Aber jetzt haben wir das schön da so vernäht, dass da auf keinen Fall mehr was aufgehen kann. Und jetzt können wir das auch abschneiden hier. Zack. So. Und jetzt seht ihr hier, ja, man sieht schon, dass ein bisschen hier vernäht ist. Da wird es ganz leicht dicker. Aber so hält der Socken schön bei den Zehen geschlossen. Jetzt habe ich den Socken nach links gedreht, also da, so sieht er von innen aus, um jetzt hier die Anfangsfäden zu vernähen. Ich habe da auch jetzt einen schon eingefädelt. Und wie mache ich das hier? Da gehe ich auch jetzt so rein und versuche da immer so in die Maschen reinzugehen. Kann man das sehen? Ich hoffe, ihr seht das, ja, so diese schön zu umschlingen, ja. So, gehen wir noch mal ein bisschen weiter, zack, so, so, ich da durch, seht ihr das? So, jetzt nicht zu straff ziehen, ja, hier oben ist der Druck nicht so groß beim Aufgehen, ja, das kann man jetzt so drin lassen, da gehe ich noch ein bisschen weiter runter, hier, so. Ihr könnt, wenn ihr das da auch länger gelassen habt, könnt ihr auch noch mal ein bisschen zurück hochgehen, wenn ihr wollt. Aber zieht es nicht zu straff. Ja, hier, ich ziehe das jetzt so zurück. Seht ihr? Dann passt es so. Da, dieses Teil schneide ich jetzt wieder ab, aber man könnte da auch noch mal ein bisschen zurück. Aber das ist an der Stelle ausreichend. So, wie gesagt, es geht ja nicht darum, dass jemand hier oben an dem Faden dran zieht und den rausziehen will. Es geht ja nur darum, dass sich der Faden von selbst nicht lösen kann. Und so ist er hier so oft umschlungen, dass der sich gar nicht von selbst lösen kann. So, und jetzt gehe ich her und mache das noch mit den anderen Fäden. Alles vernäht haben, sind wir jetzt am Ende. Beide Socken sind fertig, also man muss klar zweimal machen. Es gibt aber dann auch noch die Möglichkeit, dass man sich das Ganze natürlich noch ein bisschen länger macht. Ihr seht mal hier, da habe ich einen Socken, der ist fast doppelt so lang, ja, weil ich da einfach den Mittelteil länger ausgeführt habe. Aber das ist je nachdem, wie es euch beliebt. Nun sind wir auch schon am Ende des Videos. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn das so war, gebt mir doch gerne einen Like oder abonniert vielleicht meinen Kanal. Ich bedanke mich bei euch für die Zeit, fürs Zuschauen, wünsche euch alles Gute, bis zum nächsten Mal und schaltet wieder ein.